Zunächst aber haben wir ein Grußwort meines Vorstandskollegen Oliver Stier. Und er hat sein Grußwort eingesprochen und dieses Grußwort möchte ich Ihnen jetzt zur Verfügung stellen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Betzing-Lichtentäler, sehr geehrte Frau Büdenbender. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu 60 Jahre COD Neustadt. Mein Name ist Oliver Stier, ich bin Sprecher des Vorstands des CODs. 60 Jahre, eine lange Zeit, auf die das COD Neustadt schon zurückblicken kann. Vor 60 Jahren wurde unter anderem geboren Rudi Völler und Jogi Löw. Aber auch die Sängerin Nena ist dieses Jahr 60 Jahre alt geworden. 1960 war Konrad Adenauer Bundeskanzler. Ein Liter Diesel kostete 54 Cent. Lang, lang ist's her. Heutzutage beschäftigen wir uns mit Online-Plattformen, mit virtuellem Lernen, mit Begebenheiten, die vor 60 Jahren nicht vorstellbar waren. Corona war vor 60 Jahren sicherlich kein Thema und auch, dass Sie in COD Neustadt Masken genäht haben im Sommer diesen Jahres, hätte man sich vor 60 Jahren vielleicht nicht vorstellen können. Viele Sachen sind aber auch gleich geblieben in 60 Jahren. Unser Auftrag, keiner darf verloren gehen, ist heute so aktuell wie früher. Die Persönlichkeitsbildung, die wir jungen Menschen ermöglichen, ihr Leben zu gestalten, hat sich nicht verändert. Junge Menschen brauchen weiterhin professionelle Hilfe, professionelle Unterstützung und Begleitung, um ihren Alltag zu organisieren, ihren Alltag zu schaffen und eine gute Ausbildung zu bekommen. Dafür sorgen Sie mit COD Neustadt jetzt seit über 60 Jahren. Vielen Dank aus dem gesamten Vorstand an dieser Stelle an Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Festakt. Schauen Sie ruhig und zufrieden auf die letzten 60 Jahre. Schauen Sie aber auch kraftvoll in die Zukunft. Einiges liegt vor uns. Wir haben viel zu tun. Ich bin sehr froh, dass das COD Neustadt so gut aufgestellt ist und freue mich auf die kommenden Jahre mit Ihnen. Vielen Dank. Ihnen eine gute Veranstaltung. Alles Gute und bis demnächst. Ja, das war mein Kollege aus dem Vorstand, Oliver Stier. Und wir werden jetzt einen Beitrag hören von der Gesamtleitung des Verbundes Rhein-Pfalz-Nordbaden, die auch ihr Büro in Neustadt hat, von Frau Kerstin Wuthe, die einen Blick werfen wird auf das, was das COD Neustadt in diesem Jahr bewegt hat, aber auch nach vorn hin bewegen wird. Und was man sich alles vorgenommen hat. Liebe Kerstin, jetzt wäre es an dir. Alles klar. Ja, einen schönen guten Tag von mir auch. Liebe Gäste unserer digitalen Konferenz Lernen im virtuellen Raum zum Anlass des 60-jährigen Jubiläums des COD Neustadt. Auch ich möchte Sie als Gesamtleiterin des Verbundes Rhein-Pfalz-Nordbaden herzlich zu dieser Konferenz begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle den digitalen Weg zu uns gefunden haben. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach mit der Technik, wie es Frau Denzborn ja auch vorhin schon gesagt hat. Wir haben in den letzten Wochen auch manchmal technische Probleme gehabt und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das heute auch alles funktionieren wird. Sie können sich sicher vorstellen, dass wir dieses Jubiläum lieber als Präsenzveranstaltung durchgeführt hätten, um persönlich mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber leider hat uns Corona einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Wir sind aber alle sehr froh, dass wir durch diese digitale Konferenz zumindest die Möglichkeit haben, uns am Bildschirm zu sehen. Und mit unserem Konferenz-to-go-Paket haben wir ja die Gelegenheit, miteinander anzustoßen. Ich hoffe, dass Sie das Konferenz-to-go-Paket alle rechtzeitig erhalten haben und dass Sie währenddessen auch mal die Nüsse knabbern können und die selbstgebackenen Kekse essen können, die übrigens von den Auszubildenden unserer Hauswirtschaft in Neustadt gebacken worden sind. Ich möchte Ihnen nun einige Informationen zu unserem Verbund und zum Geburtstagskind, dem COD Neustadt, geben. Wir sind im Verbund an 14 Standorten mit über 500 Mitarbeitenden in unterschiedlichsten Angebotsfeldern tätig. Unser nördlichster Standort ist Mainz und dann geht es entlang der Rheinschiene südlich bis hinunter nach Karlsruhe. Wir unterstützen Jugendliche und Erwachsene, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne Migrationshintergrund,
Menschen mit einer Beeinträchtigung, Menschen ohne Beeinträchtigung. Sie sehen also, wir leisten mit unseren Angeboten einen wichtigen Beitrag hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Unsere Arbeitsschwerpunkte im Verbund sind vielfältig. Ich möchte nur einige exemplarisch nennen, zum Beispiel den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Hier haben wir stationäre Wohngruppen in Neustadt, in Germersheim und in Kirchheim-Bolanden. Und erwähnen möchte ich, dass wir sowohl in Kirchheim-Bolanden als auch in Germersheim ein spezialisiertes Jugendhilfeangebot für junge Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung vorhalten. So zum Beispiel für Jugendliche mit einer Borderline-Erkrankung. Hierfür werden wir aufgrund unserer Expertise für diese Zielgruppe bundesweit angefragt. Daneben bieten wir aber auch ambulante Unterstützung für Familien an, wie zum Beispiel Erziehungsbeistandschaft oder sozialpädagogische Familienhilfe. Wir sind an verschiedenen Schulen im Verbund tätig im Rahmen von Schulsozialarbeit und gestalten auch Unterstützungsangebote für junge Menschen im Rahmen des Übergangs Schule und Beruf mit. Ein weiterer großer Arbeitsbereich ist die Arbeit mit Menschen mit körperlichen, geistigen oder auch psychischen Beeinträchtigungen. Auch für diese Zielgruppe halten wir im Verbund ambulante Angebote vor, entweder in der eigenen Wohnung oder wenn die Menschen in einer unserer Wohngemeinschaften wohnen. Ein großer Arbeitsbereich, den wir an allen unseren Standorten im Verbund anbieten, ist die berufliche Bildung, wie zum Beispiel Weiterbildungsmaßnahmen, Berufsausbildung, Berufsvorbereitung und Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen. In diesem Arbeitsfeld haben wir eine sehr enge Kooperation mit den Agenturen für Arbeit und mit den Jobcentern in diesen Regionen. Ich möchte aber auch noch kurze Integrationssprachkurse und die Berufssprachkurse nennen, die ebenfalls an sehr vielen unserer Standorte durchgeführt werden. Und um eine Zahl zu nennen, insgesamt sind die Angebote in unserem Verbund aktuell an fast 5000 Adressaten gerichtet. Und weil wir unsere heutige digitale Konferenz zum Anlass des 60-jährigen Jubiläums des COD Neustadt durchführen, ist es mir ein besonderes Anliegen, noch einiges über das COD Neustadt zu berichten. Denn 60 Jahre COD Neustadt sind auf jeden Fall Anlass zum Feiern, ein Anlass zum Zurückzublicken natürlich und ein Anlass, um stolz zu sein auf das, was bisher erreicht werden konnte. Aber nicht nur zurückblickend, sondern auch auf die Zukunft gerichtet, denn das COD Neustadt hat sich als Sozial- und Bildungsunternehmen ständig weiterentwickelt. Heute hat das COD Neustadt über 130 Mitarbeiter und ist somit ein recht großer Arbeitgeber in Neustadt. Gegründet wurde das COD Neustadt am 1. Juli 1960 und zwar mit dem Auftrag, Internatsunterbringung für Auszubildende der BSF anzubieten. In den Räumlichkeiten wurden die jungen Auszubildenden der BSF untergebracht und betreut. Dies war der Beginn einer sich seither permanent weiterentwickelnden Jugenddorfgeschichte. Ich möchte an dieser Stelle nur noch einige Spezialangebote nennen, die ich jetzt vorhin im Rahmen der Verbundvorstellung noch nicht genannt habe, nämlich die Wohn- und Betreuungsangebote für junge Mütter mit ihren Kindern. Das ist auch ein stationäres Angebot. Erwähnen möchte ich, dass wir insgesamt aktuell 47 junge Menschen im Rahmen unserer Wohngruppen in Neustadt und um Neustadt herum betreuen, dass wir aktuell 20 Familien im Rahmen der sozialpädagogischen Familie betreuen, Familienhilfe, und dass wir in Neustadt aktuell 150 junge Menschen in Angeboten der beruflichen Bildung betreuen. Wir haben in Neustadt auch eine Tagesstätte für 20 psychisch beeinträchtigte Menschen. Wir sind dankbar für die enge Kooperation, die wir mit unterschiedlichsten Partnern seit vielen Jahren in Neustadt haben. Viele von Ihnen nehmen ja heute an unserer Konferenz teil. Aber das COD Neustadt ist in der Stadt nicht nur durch die regulären Aufgaben bekannt, sondern auch durch viele sonstige Aktionen, an denen sich die Einrichtung beteiligt. So zum Beispiel die Gestaltung des Festwagens der Pfälzischen Weinkönigin für den Winzerumzug in Neustadt oder durch diverse Abseilaktionen von Gebäuden in der Stadt. Viele Ideen also, bei denen die Mitarbeitenden des COD Neustadt mit Herzblut dabei sind. Dieses Engagement zeigt sich auch daran, dass es einen eigenen Verein gibt, den COD Neustadt Sportgemeinschaft Verein, in dem Mitarbeitende und auch Teilnehmer engagiert sind. Ebenso gibt es den Verein der ehemaligen e.V. Dies zeigt,
das Engagement der Kollegen auch über die eigentliche berufliche Aufgabe hinaus. Leider konnte keine besondere Aktion dieser Art in diesem Jahr umgesetzt werden. Wir hoffen aber alle sehr, dass wir all dies im nächsten Jahr wieder durchführen können. Ja, die Bandbreite unserer Zielgruppe und unsere Angebotsvielfalt fußt auf dem Leitgedanken, dass in unserer Gesellschaft jeder Mensch die Unterstützung bekommen soll, die er braucht und die ihm dabei hilft, in der Gemeinschaft bestmöglich zurechtzukommen. Als Arnold Dannemann 1947 das COD mit einem kleinen Kreis engagierter Christen gegründet hat, wollte er den jungen Menschen, die durch den Krieg orientierungslos geworden waren, eine Chance zum Neubeginn bieten. Seine Losung hieß schon damals, keiner darf verloren gehen. Doch jede Generation hat ihre eigenen Probleme und dies zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Der Leistungsdruck, dem sich insbesondere junge Menschen ausgesetzt fühlen, wird heute deutlich stärker empfunden. Bereits Kinder und Jugendliche haben Versagensängste und die Sorge, sich nicht in die Gesellschaft integrieren zu können oder ausgegrenzt zu werden, wenn sie bestimmte Anforderungen nicht erfüllen können. Besonders in den letzten Wochen und Monaten erleben viele Menschen durch Corona Unsicherheit, Ängste und Einsamkeit. Unabhängig von diesen aktuellen und allgemeinen Problemlagen steht für uns der Mensch in seiner Einzigartigkeit im Vordergrund. Wir nehmen ihn mit all seinen Stärken und Schwächen. Das COD setzt in seinen Angeboten auf Bildung. Ganz gleich, welche Möglichkeiten und Einschränkungen der Einzelne mitbringt, sein Recht auf Bildung ist unverzichtbar. Das gilt im digitalen Zeitalter mehr denn je. Für uns im COD ist Bildung immer auch Beziehungsarbeit. Aber wie passt dieser Bildungsanspruch zusammen mit der Digitalisierung? Im Lockdown als direkte persönliche Kontakte zu den von uns begleiteten Menschen nur noch sehr eingeschränkt möglich war, wurde die Relevanz dieser Beziehungsarbeit deutlich. Von Anfang an haben wir den Kontakt zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in unseren Angeboten gehalten. Digitale Medien waren dabei besonders hilfreich und wichtig, denn so haben wir und unsere Fachkräfte es geschafft, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Coachings wurden durchgeführt, Auszubildende online unterrichtet und vor allem wurden sie dabei motiviert, nicht aufzugeben. Familien in Krisensituationen wurden begleitet. Ganz wichtig war und ist hier die persönliche Beziehung zwischen unseren Mitarbeitenden und den Teilnehmenden, denn bei vielen Teilnehmern stand Angst und Unsicherheit im Vordergrund. Und nun komme ich dazu, was Sie heute erwartet hier. Sie bekommen einen Eindruck, wie wir in unserem Verbund das Thema Digitalisierung in unseren Angeboten umgesetzt haben, wie wir die aktuelle Situation als Chance begriffen haben und uns im Bereich der Digitalisierung verstärkt aufgestellt haben, wie wir digitale Medien nutzen, um unseren Auftrag zu erfüllen, aber trotzdem ganz nah bei den Menschen bleiben. In diesem Sinne wünsche ich uns eine interessante Konferenz. Ja, vielen Dank an Kerstin Wuthe für die Perspektive aus dem COD Neustadt, aus der Arbeit und wie auch dieses Jahr dann gewirkt hat auf die Arbeit in dem Verbund. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Lernen im virtuellen Raum und mit dem Thema Digitalisierung. Und auch dazu wurde mit Teilnehmenden ein ganz kleiner Videoclip erstellt. Und diesen Videoclip möchten wir Ihnen jetzt zeigen zur Einführung in das Thema Digitalisierung. Digitalisierung im COD Maximiliansau. Digitalisierung ist so, als würde man einen neuen Kontinent entdecken und das Ende der Entdeckungsreise nur in Umrissen erahnen, sagt Christoph Meinl, Leiter und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts. Das COD ist bereits mittendrin im Entdecken des neuen Kontinents, der uns alle zum Umdenken, mutig sein und Visionieren herausfordert. Seit 1964 führen wir am Standort Wörth Umschulung und berufliche Weiterbildungsangebote für Erwachsene durch. Ob im kaufmännischen, im gewerblich-technischen Bereich oder im Bereich der Gesundheitsberufe verhelfen wir Menschen zu einem neuen Berufsabschluss oder zu einem neuen marktgängigen Qualifizierungsprofil.
Die Digitalisierung erfordert von uns ein komplettes Umdenken. Abläufe und Angebote, wie wir sie seit Jahren kennen, werden in Frage gestellt und verändern sich, damit wir weiterhin erfolgreich ausbilden können. Mit der Digitalisierung können unsere Kunden aktiv Einfluss auf die Erbringung unserer Dienstleistung nehmen. Über ein breit angelegtes internes Bildungsprogramm befähigen wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, digitalisierte Angebote zu entwickeln und digitale Werkzeuge professionell einsetzen zu können. Im Bereich der Ausstattung investieren wir in moderne IT-Infrastruktur und aktuelle Software, Online-Lernverfahren, Videotutorials und Kommunikation übers Netz gehören inzwischen zum Standardrepertoire unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beispiele aus dem aktuellen Schulungsbetrieb sind die Einführung der 3D-Drucktechnik in der Zahntechnik, die Aktualisierung der CNC-Software und die videobasierte Begleitung der Praxisausbildung der IT-UmschülerInnen während der betrieblichen Ausbildungsphasen. Alle Bildungsangebote werden über die Online-Lernplattform Moodle unterstützt und als neues Angebot bieten wir videobasierte Online-Kurse und Workshops, die am Arbeitsplatz oder von zu Hause aus absolviert werden können. All diese Schritte bleiben ohne Wirkung, wenn wir den Menschen, um den es geht, nicht mitnehmen und in den Mittelpunkt stellen. Der direkte Umgang mit den Menschen in den Räumen des COD am Rhein, die verlässliche Beziehung zu festen Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen, die individuelle persönliche Unterstützung durch erfahrene Fachkräfte und Coaches bleiben die wichtigsten Säulen unserer Angebote. Gemeinsam schaffen wir das. Ja, dieser kleine Film hat einen Eindruck vermittelt, was Digitalisierung denn in der beruflichen Bildung bedeutet und wie wir das Thema angegangen sind und wie wir es auch angehen mit den Menschen, mit denen wir gemeinsam in den Bildungsprozessen und in den Bildungsangeboten jetzt unterwegs sind. Und es hat auch nochmal gezeigt, dass auch bei aller Digitalisierung die persönliche Beziehung zwischen Coach, zwischen Lehrendem und Lernendem, zwischen Teilnehmer und Betreuer, dass diese persönliche Beziehung sehr, sehr wichtig ist und dass man auch in digitalisierten Prozessen versuchen muss, diese entsprechend mit umzusetzen. Darauf werden wir heute im Laufe des Tages im Lernen im virtuellen Raum nochmal zu sprechen kommen. Wir haben eine besondere Situation, das haben wir heute schon mehrfach gehört. Corona prägt diese Zeit und die aktuell steigenden Corona-Zahlen prägen natürlich auch das Handeln und prägen auch das Handeln und vor allen Dingen die Zeitfenster und Kalender von Menschen, die in der Politik an verantwortlicher Stelle tätig sind. So ist es so auch mit unserer Ministerin, Frau Sabine Betzing-Lichtentäler. Frau Betzing-Lichtentäler ist Ministerin in Rheinland-Pfalz für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz. Dadurch, dass sie auch für das Thema Gesundheit Verantwortung trägt, wissen wir alle, dass ihr Terminkalender im Moment extrem gefüllt ist. Frau Betzing-Lichtentäler begleitet das COD aber schon seit vielen Jahren, war schon vielfach in unserer Einrichtung und von daher war es ihre Bitte, dass sie ihre Grußbotschaft an uns doch per Video einsprechen kann, weil schon damals klar war, als wir die Einladung ausgesprochen haben, vor wenigen Wochen, dass sie nicht ganz zuverlässig sagen kann und an diesem Montag werde ich auch vormittags mich zuschalten können. Und prompt, so ist es auch, so ist heute tatsächlich ein anderer Termin in der Organisation rund um das Thema Corona für die Gesundheitsministerin Betzing-Lichtentäler ein Präsenztermin. Und von daher haben wir heute hier aber ihre Videobotschaft und ich möchte darum bitten, dass wir dieses Grußwort nun hören werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag des CJD Neustarts.
60 Jahre CJD Neustart bedeutet auch 60 Jahre Unterstützung für Menschen, die vor besonderen Herausforderungen in ihrem Leben stehen und unsere Unterstützung brauchen. 60 Jahre CJD Neustart bedeutet aber auch, und so haben wir sie es selbst beschrieben, dass Menschen und Arbeit zusammenkommen. Und das ist schon in wenigen Worten das herausragende Ziel beschrieben. Denn Arbeit ist ein zentraler Teil unseres Lebens. Mit Arbeit verdienen wir unseren Lebensunterhalt, werden wirtschaftlich unabhängig. Arbeit zu haben bedeutet aber auch die persönliche Selbstbestätigung. Das heißt, die Bedeutung von Arbeit geht weit über den finanziellen Aspekt heraus. In einer Gesellschaft, die sich über Arbeit definiert, entscheidet die Teilhabe am Erwerbsleben eben auch über die Teilhabe am sozialen Leben. Und für dieses Ziel darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, denn für dieses Ziel setzen Sie sich ein und das seit nunmehr 60 Jahren. Ich freue mich und sage Dank auch für die gute Zusammenarbeit, die wir mit dem CJD Neustart in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erlebt haben. Sei es in den Projekten um Geflüchtete gegangen, sei es bei den Projekten bei Langzeitarbeitslosen, bei den Projekten für Frauen oder aber auch Projekte, wo wir uns um junge Menschen kümmern, die Schwierigkeiten haben, den Übergang von Schule und Beruf zu gestalten. Auch da setzen Sie als CJD ja vor allem einen Schwerpunkt. Und es gilt ja gerade für junge Menschen, eine sichere Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Und dass es dort, wo es die Schwierigkeiten von der Schule zum Beruf gibt, dass wir dort mit ganz gezielten Unterstützungsangeboten den jungen Menschen helfen, um ihnen eine Perspektive zu bieten. Das tun Sie. Das hat es natürlich in Corona-Zeiten alles nicht einfacher gemacht, aber Corona ist ja auch ein Treiber bekanntermaßen. Und das gilt insbesondere auch für die Digitalisierung, die eine völlig neue Dynamik bekommen hat. Und ich finde es sehr bemerkenswert und will auch dafür ein herzliches Dankeschön sagen, dass Sie diese Dynamik aufgreifen und insbesondere auch im Bereich der Digitalisierung die Herausforderungen annehmen. Das beweist nicht nur die heutige Veranstaltung, wo Sie ja das Thema Digitalisierung in den Fokus nehmen, sondern beispielsweise auch zahlreiche Ihrer Projekte. Ich nenne nur mal beispielhaft das virtuelle Klassenzimmer. Für dieses Engagement, was Sie an den Tag legen, insbesondere auch in dieser herausfordernden, schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, aber auch für das Engagement in den letzten 60 Jahren, sage ich Ihnen Dank im Namen der Landesregierung und wünsche Ihnen heute eine spannende Veranstaltung und einen guten Austausch. Alles Gute. Ja, das waren die Worte unserer Ministerin Frau Betzing-Lichtentäler, die, glaube ich, sehr wertschätzende Worte für die Arbeit gefunden hat und die ja auch noch mal in den Mittelpunkt am Ende ihrer Ansprache gestellt hat, wie wichtig es ist, dass wir gerade in den Zeiten von Corona die Teilhabe von Menschen ermöglichen durch digitalisierte Angebote. Wir sind gerade in einem Teil-Lockdown, wir waren in einem ersten Lockdown, wo vieles nicht möglich gewesen wäre, wenn man Angebote nicht schnell digitalisiert und im virtuellen Raum umgesetzt hätte. Wir haben nun ein weiteres Grußwort, und zwar Herr Weigel, der Oberbürgermeister der Stadt Neustadt. Natürlich verbindet uns sehr, sehr viel mit der Stadt Neustadt. Wir sind mit der Stadt Neustadt gewachsen in Neustadt und von daher möchte ich Herrn Weigel bitten, jetzt zu uns zu sprechen. Und da war ja auch noch die erste Überlegung, dass Herr Weigel mit einigen von uns in Neustadt, im COD, in einem Raum sitzt und wir das hybrid durchführen. Nun sind wir im Teil-Lockdown. Wir sollen unsere Kontakte reduzieren und von daher haben wir uns ja dazu entschlossen, dass wir alle ganz individuell vor unseren Rechnern sitzen. Und so, glaube ich, finden wir Herrn Weigel heute in seinem Büro und er spricht aus seinem Büro zu uns. Herr Weigel, ich möchte Ihnen das Wort erteilen. Ja, so ist es, liebe Frau Denzborn, mit Untermalung der Kurfürstenglocke unserer Stiftskirche, die vermutlich für Sie auch so zu hören ist wie für mich.
darf ich mich kurz zu Wort melden und muss mich vorweg leider auch schon gleich dafür entschuldigen, dass es mir so ähnlich geht wie unserer Ministerin zurzeit auch. Der Kalender steht ganz klar im Zeichen der Corona-Pandemie. Wir haben jetzt gerade heute Morgen zwei betroffene Kindertagesstätten, die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, sodass ich Sie gleich um Verständnis bitten muss, dass ich nach meinem kurzen Gruß leider die Veranstaltung dann auch verlassen muss. Aber es war mir ein wichtiges Anliegen, auch persönlich Danke zu sagen, heute bei Ihnen diese 60 Jahre, auch wenn es eine ungewöhnliche Jubiläumsveranstaltung ist, gibt mir doch die Gelegenheit, dies zu tun. Ich tue das auch im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier auch mit zugeschaltet sind. Mein Kollege Rüttlingshöfer, die Kollegin Reisinger und auch der Geschäftsführer unserer Wohnungsbaugesellschaft, der Herr Kurz, ist da. Und wir alle möchten Ihnen danken für die Tausende von Menschen, die Sie in diesen 60 Jahren, in dieser Zeit in unserer Stadt betreut haben, Ihnen neue Perspektiven in schwierigen Lebenssituationen eröffnen konnten, dafür sorgen konnten, dass Sie sich als wertvoll und angenommen verstehen, sich in einer immer komplexer werdenden Welt zurechtfinden können. Und das ist unser gemeinsames Anliegen. Und Frau Wuthe hat es auch schon gesagt, zwischen der Stadt und dem COD besteht eine enge Partnerschaft, die sich in hohem Maß durch Verlässlichkeit und gegenseitiges Vertrauen auszeichnet. Die Verzahnung in der Stadt ist unübersehbar. Das COD ist eine nicht mehr wegzudenkende Institution in unserer Stadt. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier verwurzelt. Die vielen Transporter der Werkstätten mit großem COD-Emblem sind genauso jeden Tag bei uns zu sehen, wie auch natürlich regelmäßig und durchaus auch aufsehenerregende Aktionen, wie sie Frau Wuthe auch schon erwähnt hat, dass sie sich immer wieder in den Winzerfestumzug mit einbringen oder eben auch diese Aktion in der Stiftskirche. Das zeigt ja auch ihre Verbundenheit mit der Stadt und dass sie sich eben hier auch in Bereichen einbringen, wo man das zunächst einmal nicht vermutet. Was mir besonders wichtig ist, hat Frau Wuthe auch schon einige Felder genannt, die sozialpädagogische Familienhilfe, die Tagesstätte beim Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie kümmert sich um Jugendliche bei Inobhutnahmen als Integrationshelfer mit den Wohngruppen, auch für Menschen mit psychischen oder geistigen Einschränkungen. Sie haben uns sehr geholfen und helfen uns immer noch bei der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Wohngruppen. Und das alles leisten Sie neben vielem anderen, was ja hier auch schon erwähnt wurde, für diese Stadt und für die Region. Deswegen hoffe ich, dass Sie sich auch weiter in Neustadt gut aufgehoben fühlen, dass Ihnen allzeit auch die Wertschätzung, der Dank und der Respekt entgegengebracht werden, die Sie verdienen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, dass Sie alle Herausforderungen bestehen, die Sie auch zweifelsohne haben, wirtschaftlich, technisch, dass Sie weiterhin erfolgreiche Sozial- und Bildungsunternehmen bleiben können und dass wir weiterhin gut gemeinsam darauf achten können, was die Menschen in unserer Stadt und der Region brauchen. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und eine gute Partnerschaft. Herzlichen Dank und alles Gute. Ja, lieber Herr Weigel, herzlichen Dank für diese sehr anerkennenden Worte. Und ich glaube, im Moment verstehen wir immer alle, dass die Kalender durch Corona und aktuelle Dinge in Corona, verursacht durch Corona, dann auch wieder ein bisschen umgestellt werden. Wir kennen das aus vielen unserer Einrichtungen, wo wir jeden Morgen immer sogenannte Covid-Meldungen bekommen und dann wissen, okay, da sind wieder Mitarbeiter betroffen, Mitarbeiter in Quarantäne, Menschen, die in unseren Einrichtungen sind, betroffen und in Quarantäne. Ich glaube, hier immer alle Bälle im Moment oben zu halten und die Dinge zu organisieren, ich glaube, dafür haben wir im Moment alle Verständnis. Jeder Tag sieht anders aus am Ende des Tages, wenn er rum ist, als man morgens gedacht hat, wie er denn so aussehen sollte. Und von daher, wenn Sie uns gleich verlassen, will ich Ihnen jetzt auch schon eine noch weiter angenehme Adventszeit wünschen und auch einen guten
Übergang in eine vielleicht dann etwas ruhigere Weihnachtszeit. Weihnachten ist ja jetzt nicht mehr das Fest, an dem wir viele Menschen sehen, aber vielleicht das Fest, was wir ein bisschen besinnlicher angehen können als in anderen Jahren. Und Sie haben es ja erwähnt, wir haben den ersten Beigeordneten hier bei uns heute, viele Vertreter der Stadt Neustadt sind noch weiter heute mit bei uns dabei, sodass die Stadt gut vertreten ist. Also herzlichen Dank für Ihre Worte. Vielen Dank. Wir haben eben schon gesprochen darüber, dass wir zahlreiche Partner haben und vor allen Dingen auch, wenn wir Dinge umsetzen wollen und neue Wege gehen wollen im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, dann geht es nicht ohne Partner, die das gemeinsam mit uns tun. Und von daher möchte ich, bevor ich das nächste Grußwort aufrufe, auch hier stellvertretend nochmal einige Partner begrüßen. So haben wir heute die IHK hier mit bei uns in der Gruppe. Wir haben aber auch für unsere Mitarbeitenden heute die Mitarbeitervertretung hier in unserer Runde. Und ohne dieses Zusammenspiel von externen Partnern und einer engagierten Mitarbeiterschaft sind alle diese Dinge und gerade in diesem zurückliegenden Jahr sind die Dinge nicht zu bewältigen und von daher auch Ihnen eine herzliche Begrüßung, ein herzliches Willkommen. Ganz besonders für die Partner in den Fokus ist natürlich hier die Bundesagentur für Arbeit zu rücken. Ein Partner, mit dem wir viele, viele Programme, viele, viele Dinge umsetzen und uns auf den Weg machen, um Teilhabe, Bildungsteilhabe für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, aus unterschiedlichen Situationen heraus umzusetzen. Und von daher freue ich mich sehr jetzt auf das Grußwort von Frau Christine Groß-Herig, der Leiterin der Arbeitsagentur Landau. Frau Groß-Herig, ich möchte Sie bitten, sich mit Ihrem Grußwort an uns zu richten. Ja, sehr gerne. Ein herzliches guten Morgen. Und liebe Frau Wuthe, liebe Frau Densborn, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des COD, ich gratuliere ganz, ganz herzlich zum Jubiläum, zu 60 Jahre COD Neustadt und ganz ausdrücklich auch im Namen vieler Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Agenturen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich mitarbeiten, im Namen der Kolleginnen und Kollegen der Jobcenter. Ganz herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank für die so gute, intensive Zusammenarbeit. Ja, COD Neustadt, damit verbunden sind für mich die Begriffe Chancengeber. Keiner darf verloren gehen, das ist mehrfach schon genannt worden. Ihr Name und dieser Slogan, das sind auch Ihr Prinzip, das erleben wir täglich. Sie eröffnen Chancen für Menschen, für Jugendliche, für Erwachsene und darunter auch für viele Menschen, die es nicht so leicht haben in unserer Gesellschaft. Für Menschen mit erhöhtem Förderbedarf, mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, die große Unterstützung, Begleitung brauchen für einen passenden Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt. Wir, unsere Gesellschaft, wir brauchen Einrichtungen wie das COD, um all jenen, die diese Hilfe brauchen, eine Unterstützung zu geben. Für viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind sie eine ganz feste Größe hier in der Region. Und es gibt viele intensive Kontakte, wenn es um die Unterstützung, um ganz individuelle Angebote gehen muss. Und ich habe mal rumgefragt bei meinen Kolleginnen und Kollegen, was verbinden Sie mit dem COD? Was ist das Besondere? Und ich möchte Ihnen so als kleines Dankeschön, Geschenk, Jubiläumsgeschenk ein paar Zitate mitgeben, die ich eingesammelt habe. Ja, eine Kollegin hat gesagt, es gibt einen sehr engen persönlichen Kontakt und immer die Möglichkeit, individuell abzusprechen, was jetzt sein muss. Maßgeblich spürbar bei der Arbeit mit dem COD ist die große Menschlichkeit. Die Tradition des christlichen Jugenddorfs wird sozusagen gelebt. Der Mensch steht immer im Mittelpunkt und die Hilfestellung erfährt immer einen ganzheitlichen Ansatz. Ein weiterer Kollege hat gesagt, die partnerschaftliche Zusammenarbeit geht über das übliche Maß hinaus. Die Kundinnen werden an die Hand genommen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des COD, die wahren die Autonomie der Menschen und fördern gleichzeitig deren Eigenverantwortung. Liebe Frau Wuthe, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im COD Neustadt, ich kann diese Eindrücke aus eigenem Erleben bestätigen. Ich selbst stehe nun seit etwas mehr als 10 Jahren in gutem Kontakt mit Ihrer Einrichtung und
da sind mir ganz viele kleine Begegnungen in Erinnerung. Eine möchte ich besonders hervorheben, das war ja oder ist immer noch Ihr Einsatz für geflüchtete Menschen. Das ist wirklich beispielgebend. Sie haben ganz vielen Menschen Perspektiven eröffnet und sie auf ihrem individuellen Weg in die Gesellschaft, in die Arbeitswelt begleitet. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, auch für viele andere Initiativen, die hier schon im Laufe der Veranstaltung angesprochen wurden. Ja, und wofür ich mich nochmal ganz besonders bedanken möchte, das ist Ihre Flexibilität, jetzt gerade in der Zeit der Pandemie. Sie haben ganz schnell auf Krisenmodus umgeschaltet, haben sehr flexibel Ihre Angebote umgestaltet. Sie waren vor sehr große Herausforderungen gestellt, nicht zuletzt durch uns als Auftraggeber. Wir haben Ihnen ja auch Vorgaben gemacht. Sie haben das wunderbar angenommen und sehr flexibel reagiert, haben zunächst aus der Not heraus neue Wege gefunden, haben das total professionalisiert, um auch in diesen schwierigen Zeiten mit allen gut in Kontakt zu bleiben, neue Formate entwickelt. Das ist ganz wunderbar gelungen. Lernen im virtuellen Raum finde ich auch beispielgebend, wie das Ihnen gelungen ist. Ja, für all dies und Ihr großes Engagement jetzt und in den vergangenen Jahren möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Das COD Neustadt als konstante, feste Größe ist wichtiger denn je. Machen Sie weiter so. Alles Gute für Sie und für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nochmals herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Dank, Frau Groß-Herig. Ich glaube, das können wir aber auch so zurückgeben. Wenn ich jetzt wirklich an die zurückliegenden Monate denke und an das Miteinander, wir waren, glaube ich, so haben mir unsere Fachbereichsleitung, unsere Kolleginnen und Kollegen das geschildert, gerade auch mit Ihrer Agentur sehr eng im Austausch. Wir haben gemeinsam Wege gesucht, wie wir denn tatsächlich die Betreuung und auch die Bildungsangebote für die Menschen aufrechterhalten können. Und diese Flexibilität, glaube ich, war auch bei Ihnen im Haus gegeben, dass man halt eben wirklich schauen konnte. Und wir werden gleich ja ein, zwei Beispiele auch im Film nochmal zeigen, wie wir denn tatsächlich in der Pandemie jetzt damit umgehen konnten, dass wir den Leuten nicht sagen mussten, so, jetzt ist erstmal vorbei. Und wir haben gemeinsam daran gearbeitet, dass wir diesen Menschen gerade im ersten Lockdown auch eine Tagesstruktur aufrechterhalten haben und haben ja dann gerade, der Oberbürgermeister hat es geschildert, viele unserer Menschen, mit denen wir unterwegs sind, haben psychische Beeinträchtigungen. Das ist ja oft etwas, was oft heute mit einhergeht. Und viele von denen haben uns ja rückgemeldet, dass ohne die Tagesstruktur, die wir ihnen gegeben hätten, sie diesen ersten Lockdown so nicht überstanden hätten. Also ich glaube, da waren wir gemeinsam gut mit Ihren Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Und ich glaube, da dürfen wir am Ende des Jahres auch mal drauf zurückblicken und sagen, da ist uns was gelungen. Also das, glaube ich, können wir sehr gut auch an Ihr Haus, genauso wie an die Jobcenter. Und wir haben ja einige Jobcenter-Vertreter heute hier in dieser Runde zurückgeben. Das war eine Kraftanstrengung, die uns gemeinsam gelungen ist. Und da dürfen wir, glaube ich, im Dezember des Jahres 2020 auch mal drauf zurückschauen. Ja, und ich habe eben schon gesagt, wir haben einige Beispiele. Man würde im Kino, würde man jetzt sagen, nehmen Sie Ihre Kaffeetasse, lehnen Sie sich einen Moment zurück. Wir werden Ihnen jetzt vier Beispiele zeigen, immer jeweils in einem Kurzfilm. Ich werde immer eine kleine Zwischenmoderation machen, damit Sie wissen, worum es geht, wie wir denn in diesem Jahr tatsächlich das Lernen im virtuellen Raum umgesetzt haben. Das erste Beispiel ist das Beispiel Telecoaching im COD. Und das war eine der ganz besonderen Herausforderungen. Das war die Fragestellung, kann ich denn auch tatsächlich etwas, wo wir vor einem Jahr noch immer gesagt hätten, aus fachlicher Perspektive, das geht online gar nicht. Kann ich denn tatsächlich auch jemanden in einer Coaching-Situation tatsächlich, ohne dass wir das in Präsenz machen, ohne dass wir in Face-to-Face hier tatsächlich in Präsenz unterwegs sind, kann ich einen Menschen auch durch eine schwierige Situation in einem Bewerbungsprozess, in einer für ihn schwierigen persönlichen Situation über Telecoaching so coachen, dass es für ihn ein hilfreiches Angebot ist. Ich möchte nochmal sagen, diese Filme sind alle nicht von Profis gemacht, sondern in
Echtsituationen hergestellt worden, gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Betreuern. Und von daher schauen Sie sich das an. Das ist tatsächlich eine Coaching-Situation aus dem COD, wie sie durchgeführt wurde. Natürlich wurden vorher die beiden Protagonisten gefragt, ob man dieses letzte Coaching jetzt entsprechend aufnehmen darf und hier in diese Tagung einbringen darf. Das wurde entsprechend bejaht, aber es ist eine echt Coaching-Situation und von daher schauen Sie sich es einfach an, wie auch das eventuell dann doch funktionieren kann. Liebe Frau Schmidt, wir starten den Beitrag. Genau. Wie geht's? Oh, ganz gut. Ganz gut. Kann mich nicht beklagen, ja. Okay, alles klar. Ich habe auch mit denen von der Bildungseinrichtung nochmal telefoniert. Ja, okay. Die haben sich ja nochmal zurückgemeldet. Und da habe ich also auch die Rückmeldung bekommen, das ist eben die Fortbildung, die ich dann brauche. Das Einzige, was ich jetzt noch festgestellt habe, die machen nur eine Abschlussprüfung für das SAP-Zertifikat. Okay, ja, das war Stepstone gewesen, glaube ich, ja? Das Stellenangebot. Ja, genau. Stepstone. Ich hatte mir das nämlich jetzt nicht gespeichert. So, jetzt muss ich hier das akzeptieren. So. Ich gucke mal, wie sie das genannt hatten. Kirchheim-Bohlanden war es. Mitarbeiterpersonalwesen. Das Bewerbungsanschreiben hier sehen können. Ich hoffe, das geht mit dem Handy so halbwegs. Ja, das geht wunderbar. Okay. Also das ist jetzt so der Stand, das, was wir das letzte Mal gemeinsam so weit formuliert hatten. Bei dem Bewerbungsanschreiben. Die Frage ist halt, wie viel wollen Sie auch im Bewerbungsanschreiben schon mit unterbringen? Also ich sage da immer, in der Kürze liegt die Würze, wie man so schön sagt. Herr Nowak, Sie wissen, ich habe Zeit. Das ist gut. Gut, demzufolge bleibt mir jetzt im Prinzip eigentlich auch noch die letzte Frage, die ich im Coaching eigentlich immer stelle, ist, hat Ihnen das, die Maßnahme, unser Coaching, hat Ihnen das was gebracht? Kann ich Ihnen absolut ein sehr, sehr positives Feedback geben. Also ich bin ja in die Arbeitslosigkeit das erste Mal überhaupt in meinem Leben gewesen und hatte dann natürlich auch eben das Thema Bewerbung vor mir, was ich mir natürlich größer gemacht habe, als es dann tatsächlich ist, wie ich das jetzt auch so mitbekommen habe. Man muss sich einfach mal Gedanken drüber machen und ein Stück weit kreativ sein. Halten Sie sich wacker, ich drücke Ihnen die Daumen und stehe Ihnen zur Verfügung, wenn wieder irgendwie was anliegen sollte, wenn Sie nochmal, oder wenn Sie auch einfach nur eine zweite Meinung hören wollen, bin ich auch gerne bereit, da auch nochmal meinen Senf dazu zu geben, wenn irgendwie was mal sein sollte. Okay. Vielen Dank, Herr Nowak. Ja. Dann machen Sie es gut, gell? Alles klar? Ja, Dankeschön. Ja, tschüss. Ciao. Ja, das war das Telecoaching im COD. Wir haben natürlich bewusst das Beispiel ausgewählt, wo der Teilnehmer am Ende des Coachings dann auch sagt, waren Sie denn zufrieden? Ja, er war zufrieden. Nein, Spaß beiseite, aber es ist tatsächlich so, dass viele dieser Dinge deutlich besser gelaufen sind, als man sich das eigentlich gedacht hat. Und was hier an dem Beispiel sich aber auch dann gezeigt hat, dass tatsächlich ohne das mobile Endgerät, das Smartphone, vieles nicht gegangen wäre und es durchaus tatsächlich so war, dass wir uns sehr gut überlegen mussten, wie können wir denn die Kommunikationswege so darstellen, dass das dann tatsächlich auch funktioniert. Das führt mich auch jetzt schon zum nächsten Thema, nämlich zu dem Thema Umgang mit den sozialen Medien. Das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf dieses Thema. Wir haben ja beim Thema Digitalisierung einerseits jetzt ein Stück weit den Segen in Anführungszeichen erfahren,
dadurch, dass wir jetzt in der Pandemie überhaupt in der Lage waren, Bildungsprozesse zu organisieren und Bildung aufrechtzuerhalten und auch Begleitprozesse zu organisieren. Andererseits bergen die sozialen Medien natürlich auch eine ganze Reihe von, in Anführungszeichen, Gefahren. Es geht darum zu lernen, wie kann ich denn damit auch umgehen? Und hier haben wir einen kleinen Beitrag auch aus dem Thema Kinder- und Jugendhilfe, wie denn hier tatsächlich mit den sozialen Medien umgegangen wird. Hier können wir uns jetzt auch diesen Beitrag anschauen. Für unsere Teilnehmer sind soziale Medien ein wichtiger Bestandteil des Alltags geworden. Sie nutzen diese, um sich lustige Videos anzuschauen, mit ihren Freunden Kontakt zu haben oder einfach ihre Zeit zu verbringen. Aber teilweise wissen sie gar nicht, was sie zu beachten haben und wo die Gefahren liegen. Aus diesem Grund ist es wichtig, uns dieses Thema anzunehmen und mit ihnen regelmäßig darüber im Gespräch zu bleiben. Jeder Einzelne hat seine individuellen Bedürfnisse und Gründe, warum und wie er soziale Medien verwendet. Wir wollen Medienkompetenz lernen und können zum Beispiel mit Hilfe eines Internetführerscheins den Lernerfolg kontrollieren und die Jugendlichen auf einen kompetenten und sicheren Umgang mit diesen Medien vorbereiten. So gab es zum Beispiel ein Projekt zum Thema Instagram, wo wir uns soziale Medien genauer angeschaut haben. Wir haben die Hintergründe durchleuchtet und den Teilnehmern die Funktionen erklärt. Wir alle sollten uns unseren Vorurteilen gegenüber sozialen Medien stellen, selber Medienkompetenz erlangen und diese an unsere Teilnehmer weitergeben. Ja, ein ganz kurzer Beitrag zum Thema Umgang mit sozialen Medien. Und nun machen wir schon wieder einen Schwenk in die Digitalisierung in der beruflichen Bildung. Nicht nur in Begleitprozessen ist es ja wichtig, zu sehen, wie wir den Teilnehmer weiterhin auch in Zeiten der Pandemie erreichen können, wie wir verantwortungsvoll mit den Medien umgehen, sondern die Frage ist ja auch, welche Inhalte können wir in welcher Art und Weise geeignet an die Menschen vermitteln und in der beruflichen Bildung entsprechend auch umsetzen. Dazu wurde ein kleiner Film gedreht in den Werkstätten im COD Maximiliansau. Wir starten den Beitrag. Metall ist ein harter Werkstoff. Dafür muss man erstmal ein Gefühl entwickeln, bevor man an den Computer geht. Das war früher, nun gehen wir zu heute. Heutzutage beherrscht nur ein einziges Schlagwort die Welt, Industrie 4.0. Digitalisierung und deren Vernetzung gewinnt in der modernen Fertigung immer mehr an Bedeutung. Nur ohne Grundkenntnis und Grenzerfahrung in der Metall-B- und Verarbeitung sind keine automatisierten Fertigungsprozesse möglich. Deshalb legen wir im COD viel Wert auf eine solide Grundausbildung in der konventionellen Fertigung. Hier werde ich CNC-Fachkraft. Ich habe jetzt drei Displays angeschlossen an den Raspberry Pi. Ein drittes Display, zwei von den Displays laufen schon. Das dritte Display ist noch nicht in Betrieb. Da habe ich jetzt ein kleines Python-Programm geschrieben. Jetzt versuchen wir das mal zu starten. Sie sehen, I love my Moto und läuft. Also oben steht nichts drin,
Unsere Teilnehmer befinden sich in den Betrieben im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die Abschlussprüfung in einem IT-Beruf. Und wir bearbeiten momentan die Prüfungsvorbereitung in Bezug auf die Projektarbeit bei der IHK in Ludwigshafen. Ich habe mich für das COD entschieden, weil ich hier eine Ausbildung im Bildungszentrum habe, die unterstützt wird von einer Praxisausbildung im Betrieb. Und das war für mich der wichtigste Grund, warum ich mich für das COD entschieden habe. Heute wollten wir uns dann den Webshop ansehen. Erstmal das Frontend, wie das Ganze aussieht. Ein Beispieldesign, das vorgegeben ist. Und wenn wir dann das haben, dann gehen wir ins Backend, schauen uns das Backend an und was wir da einstellen können. Ich zeige Ihnen das mal. Hier sehen Sie jetzt unseren Webshop. Hier ist auch schon mal ein Spruch drauf, den Sie selber dann entsprechend einstellen können. Scotty, please beam me up. Passend, willkommen im Shop mit dem überirdisch guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Unten sehen wir dann die verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben Apple, Sport, Möbel, Sonnenbrillen. Ja. Das war ein ganz kleiner Einblick in die unterschiedlichen Ausbildungsberufe, die jetzt natürlich sehr davon profitiert haben, dass wir uns schon vorher auf den Weg der Digitalisierung gemacht haben. Und man sieht, dass man auch in Ausbildungsberufen, die sehr handwerklich orientiert sind, doch eine Reihe von Dingen auch digital mittlerweile in der Ausbildung durch Tutorials oder ähnliche Dinge umsetzen kann. Und was mich immer am meisten beeindruckt, ist die Passage, muss ich ehrlich sagen, zu der Zahntechnik. Jedes Mal, wenn ich das so sehe, dann denke ich, okay, gut, jetzt weiß ich auch, warum ich den Beruf nicht gewählt habe. Ja, aber es ist ein guter Einblick auf die Digitalisierung in der beruflichen Bildung. Und nun kommen wir zu einem sehr besonderen Projekt und dieses besondere Projekt hat mich ehrlich gesagt am Anfang des ersten Lockdowns besonders beeindruckt, weil es hier um die individuelle Unterstützung für Frauen geht, die tatsächlich jetzt erstmal wieder ganz neu in den Arbeitsmarkt hineinkommen sollen. Und diese Maßnahme sollte eigentlich genau in der Zeit des ersten Lockdowns beginnen und sollte in Präsenzform durchgeführt werden, die sogenannte ICF-Maßnahme. Und dann kam der Lockdown und Präsenz konnte nicht umgesetzt werden, aber die Frage war, wie kann denn die Maßnahme dann virtuell umgesetzt werden, weil die Frauen, die in dieser Maßnahme sind und waren, hatten alle eigentlich überhaupt kein technisches Equipment zu Hause und auch noch gar nicht die Kenntnisse, um halt eben mit diesem technischen Equipment zu arbeiten. Weil Teil dieser Maßnahme war auch erstmal ein EDV-Grundlagenkurs. Also, wie bewältigt man das? Wie macht man das? Dazu werden wir auch noch mal einen kurzen Film sehen und danach werden wir mit den Teilnehmerinnen ins Gespräch gehen können. Und ich freue mich sehr, dass wir für dieses Gespräch auch Frau Bühnenbender gewinnen konnten. Und dazu werde ich gleich dann nach diesem kurzen Film noch mal was sagen. Aber Frau Schmidt, bitte auch diesen Film, diesen Beitrag nun abspulen. Ja.
So, ich möchte die Maßnahme ECF vorstellen, die wir hier mit 18 Teilnehmerinnen am Standort umsetzen. Das individuelle Coaching für Frauen arbeitet mit langzeitarbeitslosen Frauen, die in der Regel alleinerziehend sind oder einen Migrationshintergrund haben. Das Schöne an der Maßnahme ist, dass wir eine sehr lange Zuweisungsdauer haben und so genügend Zeit, nicht nur uns um die Integration der Teilnehmerin in den ersten Arbeitsmarkt zu kümmern oder in Weiterbildung oder Fortbildung oder sogar nochmal in eine neue Ausbildung, sondern wir kümmern uns auch um die privaten, komplexen Problemsituationen, die jede Teilnehmerin dann doch mitbringt. Wir haben genügend Zeit, Lösungswege auf den Weg zu bringen, viele Dinge sogar auch zu lösen, zum Beispiel der Umzug in eine erste eigene Wohnung mit Kindern, oder aber auch eine Schuldenproblematik. Und dann wird gemeinsam mit den Teilnehmerinnen versucht, diese Probleme anzugehen und dann auch letztendlich zu lösen. Und das haben wir mit unseren Teilnehmern in vielen Bereichen auch schaffen können. Wichtiger Bestandteil der Maßnahme ist die PC-Grundqualifizierung unserer Frauen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir am Anfang der Maßnahme den Frauen Laptops ausgehändigt mit internetfähigen Sticks, sodass sie in der Lage waren, nachdem sie den Unterricht hier gemeistert hatten, online jederzeit mit uns Kontakt aufzunehmen. So, jetzt. Ich werde befinden, das haben wir heute schon gesagt. Waren Sie schon spazieren heute bei dem Wetter? Nee, da kriegt mich nichts da. Warum nicht? Nee, es ist kalt. Nee. Gar nicht? Und Allergie ist sowieso nicht im Mund. Ist mir zu stark. Da renne ich hinterher. Ach, Murphy. Murphy liegt los. Ja. Ne? Gut. Okay, das heißt, Sie möchten gerne, dass wir regelmäßiger miteinander sprechen, dass wir sagen, jeden Tag mal miteinander sprechen, auf die Art und Weise oder am Telefon? Was wäre Ihnen da lieber? Am Telefon. Am Telefon. Die Frauen haben nach sehr kurzer Zeit die Kenntnisse anwenden können, waren in der Lage, von zu Hause aus auch Online-Anträge zu stellen, haben ihre Bewerbungen verschicken können und konnten mit den gängigen Programmen sehr gut umgehen. Die Teilnehmerinnen freuen sich jeden Tag über die Nutzung dieser Laptops, auch für ihre Kinder. Ja, das war der kurze Film zum Thema ICF. Und wenn Sie jetzt auf die unterschiedlichen Bildschirme schauen, dann sehen wir auch, dass wir einen Konferenzraum in Neustadt zugeschaltet haben. Und dort sitzt Frau van Bergen, die wir eben schon im Film kennengelernt haben, die Begleiterin, die als Coach arbeitet in dem Projekt, und vier von den Damen. Und wir sehen Frau Uli, die auch tatsächlich von zu Hause, glaube ich, uns heute zugeschaltet ist. Und wir sehen Frau Elke Bühnenbender, die uns aus dem Schloss Bellevue zugeschaltet ist. Liebe Frau Bühnenbender, jetzt erstmal nochmal Ihnen ein ganz, ganz herzliches, sehr persönliches Willkommen. Ich freue mich sehr, Sie heute zu sehen und hier bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist ja doch eine sehr ungewöhnliche Veranstaltung, und auch ich habe jetzt während der Veranstaltung gemerkt, sonst schaut man immer in die Gesichter der Menschen, jetzt schaue ich in dieses Gerät und sehe mich dann oft, wenn der Bildschirm geteilt wird, auch nur selbst. Man sieht gar nicht so die Reaktion der Menschen, man ist nicht so in Interaktion, wie man das sonst ist, aber es ist deutlich besser, als wenn man gar nicht irgendwie agieren könnte, und von daher freuen wir uns sehr, dass wir das heute so machen können und Sie heute hier ganz herzlich begrüßen dürfen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Bühnenbender. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich kenne Sie, liebe Frau Denzborn, ich kenne die Arbeit des COD ja schon länger und bin sehr begeistert davon. Ich finde das Motto, keiner darf zurückgelassen werden, sehr, sehr schön,
weil es auch zeigt, dass man sich umeinander kümmert, auch in schweren Zeiten wie jetzt. Und ja, es ist sehr ungewöhnlich. Ich hätte Sie auch lieber besucht, dort, wo Sie sind. Meine lieben Damen, Frau Uhli, Frau Koban, Frau Palm, Frau Baumgärtner und Frau Winkler, das habe ich jetzt abgelesen natürlich von dem Zettel, aber ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen sprechen darf und dass ich die Gelegenheit habe, ein Stück weit in Ihr Leben reinschauen zu dürfen. Dafür bedanke ich mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt zu hören, wie Sie Ihre doch schwierige Lebenssituation meistern, und ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie Sie die Maßnahme empfunden haben, was Sie gut fanden, wo Sie denken, wo man vielleicht nochmal was anders machen könnte. Aber vor allem bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt hier dabei sein darf und bedanke mich nochmal bei Ihnen allen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Denzborn. Ja, dann geben wir doch vielleicht mal in den Konferenzraum nach Neustadt. Schauen mal, Frau van Bergen, vielleicht können wir das so machen, dass die Kollegin oder die Damen mal die Fragen tatsächlich beantworten. Ja, wie war denn dann tatsächlich jetzt so die zurückliegende Zeit, diese sehr schwierige Zeit? Wie konnten Sie das meistern? Erstmal einen schönen guten Tag hier aus dem Konferenzraum. Eine kleine Veränderung muss ich vorab mitteilen. Corona hat uns auch heute wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Frau Baumgärtner nicht an der Veranstaltung hier heute teilnehmen kann. Sie musste heute Morgen zum Kindergarten ihre Kinder abholen, notfallmäßig. Der Bürgermeister hat es, unser Oberbürgermeister hat es ja schon kurz angesprochen. Hier im Raum sind die Frau Palm, die Frau Winkler, die Frau Koban und die Kollegin Frau Burkhardt, die wir gemeinsam die Maßnahmen gestalten und betreuen. Das so kurz als Einführung und jetzt zur Beantwortung Ihrer Fragen. Ich glaube, Frau Palm wollte jetzt. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr darüber, dass ich da sein darf und auch meine Erfahrungen weitergeben kann. Also ich empfinde hier das COD sehr schön, also vor allen Dingen sehr aufbauend. Ich habe immer jemanden da, wo ich mal reden kann über meine Probleme, und ich werde hier auch sehr gestärkt. Ich empfinde das auch sehr positiv, was auch meine Kinder betrifft, wenn dann was ist, dass man auch Termine, sage ich jetzt mal, absprechen kann, wenn ich jetzt mal nicht kann, dass es auch keine Probleme gibt. Und ja, auch im Berufsleben will ich ja auch weiterkommen. Finde ich auch sehr positiv, dass dort auch Bewerbungen stattfinden, beziehungsweise auch Bewerbungen, dass man das auch im Computer machen kann, weil ich zu Hause einfach die Möglichkeit nicht habe und einfach auch trainiert werde dadurch. Und das tut mir halt sehr gut. Also ich kann wirklich nur sehr positives Feedback geben an die Frau von Bergen, an die Frau Burkhardt und die Frau, wie heißt die da? Frau Bergen. Entschuldigung, aber ein bisschen. Ja, nee, aber es ist sehr schön dort doch, auf jeden Fall. Also man wird richtig gestärkt. Also wirklich, ganz toll. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch nochmal Hallo sagen zu Frau van Bergen und Frau Burkhardt. Das, glaube ich, ist auch eine ganz wertvolle Arbeit. Nicht nur glaube ich, sondern ich weiß, es ist eine sehr wertvolle Arbeit, sich auch empathisch und kompetent der Probleme anzunehmen, die die Damen ja mitbringen. Ich meine, ich bin nicht alleinerziehend, aber ich war, oder ja, meine Tochter ist auch schon jetzt 24, aber ich weiß noch gut, wie das war, wenn man flexibel sein muss, weil das Kind erkrankt ist und es nicht in die Kita konnte und man trotzdem dringende Termine hat. Es ist auch so schon, finde ich, häufig eine Herausforderung. Und umso mehr, finde ich, wenn man wie Sie nochmal richtig neu startet. Das finde ich auch sehr, sehr mutig, zu sagen, ich fange jetzt nochmal an und bilde mich nochmal weiter. Was stärkt Sie denn da besonders beim COD? Ist es so die persönliche Ansprache? Sie haben das eben schon gesagt, Frau Palm.
Das die Frau von Bergen und die anderen Damen, die sind sehr flexibel und können auch auf ihre Fragestellungen eingehen. Sie haben da Mittel zur Verfügung. War das für Sie alle ganz wichtig, dass Sie den Eindruck hatten, egal was jetzt passiert, ich kann immer kommen und dann wird mir eine Hilfe gegeben, also oder ein Weg aufgezeigt, den ich dann sicherlich auch selber gehen muss, aber die Leute, die Menschen, die Frauen haben Verständnis dafür. Ja, also ich empfinde das sehr als Verständnis, weil, wie gesagt, Corona ist ja auch nicht einfach durch die Schließungen von den Schulen gewesen ist. Und ich konnte halt immer darauf aufbauen, dass wir auch eine Lösung gefunden haben. Ne? Also auch, ich meine, jeder hat seine Meinung, natürlich. Auch die Frau Burkhardt hat ihre Meinung und ja, ich empfand das einfach sehr Hilfestellung, sage ich jetzt einfach mal, weil ich selber weiß, es ist nicht einfach und natürlich haben auch die Damen ihre Vorschriften, aber trotzdem ist immer irgendwo Kompromisse und Verständnis da gewesen. Toll. Ja. Ja. Wie gesagt, ich möchte auch alle begrüßen und ich möchte noch herzlich Dankeschön sagen für die Frau von Bergen. Also bei mir war das also meistens das Problem, dass ich bin nach Deutschland aus Polen umgezogen und ich habe praktisch den Markt nicht gekannt. Und durch COD habe ich auch ganz viel Hilfe bekommen. Ich war auch auf Warteliste für den Sprachkurs. Also das hat lange gedauert, das war über ein Jahr. Und Dankeschön nochmal an COD. Mhm. Die haben mir geholfen, dass ich schneller den Platz bekommen habe. Ich habe auch in privater Sphäre Hilfe bekommen. Mein Sohn wurde von der Lehrerin in der Schule gemobbt. Und danke nochmal Frau von Bergen. Also sie hat uns in Unterstützung genommen, hat sie uns unterstützt und dadurch haben wir auch also das Problem gelöst. Mein Sohn ist zu einer anderen Klasse geleitet, ja, und der hat jetzt also praktisch von der 4-5 Noten auf 1-2 umgestiegen. Ja. Hat sich verbessert. Ja, das ist ja ein schöner Erfolg und ganz toll auch für Sie und für Ihren Sohn, dass das so gut klappt. Ja, und Sie hatten die Chance, dann auch nochmal Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Das ist ja auch eine der Voraussetzungen dafür, überhaupt in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Sind Sie denn ohne Deutschkenntnisse hierher gekommen? Ich habe gelesen, Sie sind 2009 gekommen. Das ist ja dann eine ganz, ganz große Herausforderung, hier Fuß zu fassen. Ich bin 2009 nach Deutschland gekommen. Aber dadurch, dass ich nur mit Kind zu Hause war, habe ich praktisch mit deutscher Sprache gar keinen Kontakt gehabt. Und letztes Mal, wo ich nach Neustadt umgezogen bin, bin ich durch Jobcenter an COD. Und da habe ich wirklich die Hilfe bekommen, mein Deutsch zu verbessern, meine Situation zu verbessern. Und nochmal ein großes Dankeschön an COD. Ist gut. Ja, man hört das auch sehr gut. Also Sie sprechen schon ganz hervorragend. Das ist toll. Frau Uli, wollen Sie noch was sagen? Willst du mich? Frau Uli, sagen Sie noch was? Also dann Mikro aus. Uli hat Mikro aus. Ja, also ich möchte auch herzlich also begrüßen und also ich bin auch also froh, dass ich bei COD bin, weil ich Unterstützung brauchte für mich und für meine Tochter. Ja. Meine Familie waren also in der Türkei. Ich war hier alleine noch mit meiner Tochter. Und sie haben mir dann, also meine Tochter war nicht so gut in der Schule, ich konnte ihr nicht helfen. Und sie haben mir dann also den Weg gezeigt, sie haben mich orientiert und das hat mir dann viel gebracht.
Also ich fühle mich dann besser hier in Deutschland. Ich muss noch mein Deutsch verbessern. Mhm. Dann, ja, ich bin nur dankbar auch die Frau Burkhardt und Frau Van Bergen und Frau Behrendt. Sie sind wirklich immer da, wenn ich telefonisch anrufe. Und sie versuchen dann irgendwie immer zu helfen. Sie sind so ein Stück wie meine Familie eigentlich, kann ich so sagen. Weil ich da hier keine Familie habe. Da ich fühle mich dann in der Sicherheit. Die Frau Van Bergen oder Burkhardt oder Behrendt, sie sind für mich immer da. Das weiß ich ganz genau. Deswegen fühle ich mich dann in der Sicherheit. Ich kann es jetzt nur so sagen. Ja, wunderbar. Das ist ja auch eine tolle Entwicklung, Frau Koban, dass Sie hier dann auch zur Schule gehen konnten und einen Abschluss machen konnten und quasi mit Ihrem Sohn, mit Ihrer Tochter zusammenlernen. Das ist ja auch schön. Ja. Auch ein gutes Gefühl, oder? Ja, genau. Toll. Also, wir lernen dann zusammen die Sprache. Ja, das Sprache. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Es ging gerade gar nichts. Gut. Jetzt, okay. Es stand gerade ein Black-Bildschirm. Jetzt geht es wieder. Jetzt sehen wir alle wieder. Gut. Alles wieder gut, Frau Van Bergen? Technik alles, wieder ganz. Jetzt sehen wir alle wieder. Wunderbar. Okay. Frau Büdenmeller, haben Sie noch eine Frage? Sonst. Ja, ich würde noch mal eher sagen, ich finde an dieser Gruppe von wunderbaren Frauen, die ihren Weg weitergehen und auch sich Unterstützung suchen. Ich sage ja immer, Frauen sind erfolgreich, weil sie auch nach dem Weg fragen. Also, oder? Genau. Ja, das ist ja, das glaube ich, beschreibt das ganz gut, dass wir deshalb dann auch nicht uns aufgeben oder immer wieder Hilfe suchen, weil wir davon überzeugt sind, dass es auch andere Frauen gibt, die in ähnlichen Situationen weitergemacht haben, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ich habe gelesen, Frau Uhlig, Sie sind auch gerade dabei, wieder sich etwas Neues zu suchen und haben dann die Unterstützung vom CJD. Ich finde, Frauen, die Kinder haben und die auch alleinerziehen, das finde ich ganz, ganz herausfordernd. Deswegen Frau Koban und Frau Winkler und Frau Palm, Frau Palm, Sie haben Ihren Mann an Ihrer Seite. Richtig, das ist sehr schön, wenn man das nicht allein macht. Aber es ist ja trotzdem auch immer eine Herausforderung. Und ich finde das ganz, ganz großartig, dass die kompetente Hilfe sie im COD bekommen durch Frauen, die vielleicht auch mal ähnliche Lebenssituationen hatten. Jedenfalls gefällt mir das sehr gut und ich wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute und ja, für die kommende Zeit auf den Advent und auf Weihnachten zu, auch egal, wie Sie das feiern oder auch anders begehen, jedenfalls alles, alles Gute. Und dann hoffen wir mal, dass Corona uns nicht mehr allzu lange in seinen Händen hält. Bleiben Sie bitte gesund. Frau Bergen, Frau Burkhardt, auch Frau Van Bergen, Frau Burkhardt, auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Toll. Vielen Dank. Was ich aber auch noch dazu sagen möchte, das ist einfach, ja, es stimmt, ich bin verheiratet, aber es ist halt auch wirklich so, wenn man mal arbeiten ist, ist halt viel weg. Ja. Ich bin dann halt wirklich so eine, wo dann wirklich organisieren muss mit den drei Kindern. Dann hat er eine Therapie, dann muss er dorthin. Natürlich, ich meine, ich bin oft froh, dass ich dann auch mal fragen kann, die Frau Burkhardt, wie kann ich das jetzt umsetzen oder die Frau Van Bergen. Es ist einfach auch so was Familiäres, möchte ich mal einfach auch dazu sagen. Und sicherlich, er ist zwar auch da, aber trotzdem bin ich diejenige, wo halt wirklich sehr viel organisiert. Und es findet halt einfach auch die Frau Burkhardt auch sehr schön und die Frau Van Bergen. Ich habe dann immer so schön den Terminkalender, ne, und dann schreibe ich mir das immer halt auf, weil anders da geht's heutzutage einfach nicht, ne? Ist einfach so. Da wollte ich jetzt nur noch mal
beitragen, ne? Wie das halt trotzdem, er ist zwar verheiratet, aber trotzdem ist es wirklich so, dass die Frau gucken muss, wie es mit den Kindern macht. Also da haben Sie, ja, da haben Sie völlig recht, Frau Palm, gerade jetzt auch während der Corona-Zeit, als die Schulen geschlossen waren. Das zeigen alle Untersuchungen, dass es gerade die Frauen waren, die im Beruf zurückgesteckt haben, die sich um die Kinder gekümmert haben. Und wenn Sie auch sagen, dass Ihr Mann beruflich ganz viel unterwegs sind, da müssen Sie sich auch ganz, ganz oft alleine kümmern. Ja. Aber dann ist es schön, wenn Sie sagen, dass die Hilfe, die Sie beim COD erhalten, die gesamte Familie stabilisiert. Und dann sind Sie ja auch der Anker, nicht nur für Ihre Kinder, sondern auch für Ihren Mann. Und das ist natürlich toll, dass Sie das hinkriegen und dass Sie aber auch gehen und sagen, hier, ich brauche hier Hilfe, um das zu steuern oder zu machen. Also das ist vollkommen richtig, Frau Palm. Auch wenn man verheiratet ist, heißt das bei weitem nicht, dass man eine gleichberechtigte Unterstützung hat. Nee, das absolut nicht. Ja, da haben Sie völlig recht. Ich bin halt ehrlich und ich sage meine Meinung so, wie es halt ist. Ne? Ja, ist ja auch richtig so. Das ist auch genau richtig so. Ja, das, genau das ist richtig so. Und darum soll es ja auch am Ende tatsächlich gehen, dass wir hier im Austausch sind, dass wir uns darüber verständigt haben. Und Frau Büdenbender, ich habe das schon in anderen Gesprächen gesagt. Ich glaube, das kann man auch hier nochmal betonen. Man merkt einfach, dass Sie in Ihrem beruflichen Kontext ganz, ganz viel auch mit diesen Fragen zu tun haben. Ja. Sie sind ja einerseits die Frau des Bundespräsidenten, aber andererseits sind Sie vor allen Dingen auch selber eine beruflich sehr erfolgreiche Frau, wenn ich das sagen darf, und Verwaltungsrichterin. Und von daher einfach auch in vielen Fragen, die um das Thema, was wir heute bewegt haben, sehr bewandert und kennen diese Themen auch von innen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der Treiber, warum Sie diese Themen immer so mit auch tatsächlich in den Fokus nehmen. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite, dass Sie das auch heute wieder getan haben und zur Verfügung gestanden haben. Und ich glaube, man merkt es einfach auch an den Fragestellungen, die Sie stellen, dass Sie wissen, von was Sie an dem Punkt auch tatsächlich reden und dass das schon viele, viele Jahre auch Ihre Themen sind. Also herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Denzborn. Es war mir wieder eine Freude, mit Ihnen zusammen zu sein. Mir war es auch eine Freude. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, dass wir Fragen stellen, dass wir in den Austausch gehen. Aber ich möchte mich jetzt natürlich auch nochmal bei unseren Damen aus dem ICF-Projekt bedanken. Ich glaube, es ist nicht ganz selbstverständlich, in einer solchen Runde hier zu sprechen und sich da zur Verfügung zu stellen. Die haben tatsächlich ja einen spannenden Weg in diesem Jahr gemeinsam zurückgelegt. Und ich glaube, dass wir heute auch gemerkt haben, wir haben mehrfach gehört, dass hier auch eine persönliche Bindung entstanden ist zwischen den Maßnahmeteilnehmerinnen und den Betreuerinnen, dass das auch tatsächlich in der Phase des Lockdown, in Zeiten, in denen das alles auch irgendwo virtuell stattgefunden hat, weil man sich gar nicht treffen durfte, sondern wir halt eben diese Laptops nach Hause gebracht haben und auch die ganze Familie davon profitiert hat, dadurch, dass dort auch Hausaufgaben dann gemacht werden konnten. Jetzt weiß ich gar nicht, ich schau mal Richtung Bundesagentur, Richtung Frau Kroserik, ob das dann tatsächlich auch alles maßnahmekonform ist, wenn dann die Kinder auch das Homeschooling an dem Rechner, der über die Bundesagentur für Arbeit finanziert ist, ableisten. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall ein sehr positiver Bildungsbeitrag. Von daher glaube ich, kann man das so sehr wahrscheinlich machen. Das war es mit Sicherheit, ja. Ja. Also von daher vielen Dank auch nochmal an die Damen. Jetzt brauche ich die Unterstützung von Frau Schmidt, die auch mit mir die Bildschirme im Blick behält und den Chat. Gibt es noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Möchte noch jemand etwas zum Ende der heutigen Veranstaltung sagen? Wir sind sozusagen von der Zeitleiste auf der Schlussgeraden jetzt angekommen. Ich sehe im Moment nichts. Ich sehe Herrn Munser,
der fröhlich schaut. Auch die Kammern wollen ja nochmal erwähnt sein von der IHK. Ich sehe unsere MAV, unsere Mitarbeitervertretung. Ich hoffe, die Mitarbeitervertretung ist zufrieden mit ihrer Leitung, mit dem, wie das heute gelaufen ist, Herr Schrankel. Und Sie geben uns nachher ein positives Feedback und wir müssen uns nichts anhören, weil irgendwas dann doch nicht vorgekommen ist, sondern alles ist soweit gut gelaufen. Ich sehe entspannte Gesichter mittlerweile bei den Kolleginnen, vor allen Dingen Kolleginnen und ein Kollege, Herr Seibel, die das alles vorbereitet haben, die sehr wahrscheinlich jetzt froh sind, dass die Technik gehalten hat. Ja, also von daher glaube ich, können wir tatsächlich die Veranstaltung dann auch beenden. Ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich, dass wir das heute so durchführen konnten. Wie gesagt, es wurde gestreamt. Man kann sich das alles auch noch mal auch entsprechend auf YouTube anschauen. Und von daher haben wir dann alle nochmal die Möglichkeit, auch die Beiträge entsprechend anzuschauen. Ja, viele Grüße, wo auch immer Sie sind. Und nochmal herzlichen Dank an alle Redner auch heute. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Adventszeit und ja, besinnliche Weihnachtstage. Machen Sie es gut. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.